So, hi und hallo mal wieder. Und ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Heute geht es mal wieder um die brandneuen und aktuellen Match Attacks. Bundesliga 2019-2020. Ein Blister und 5 Booster-Tütchen. Ja, die habe ich von Kollegen bekommen. Einmal 4 Booster-Tütchen mit A3-Karten. Das sind so Promo-Booster gewesen, glaube ich. Einmal ganz normales 5er Booster-Tütchen und natürlich den Blister mit die limitierte Karte. So, und warum mache ich das? Weil ich unbedingt noch Codes brauche für die App von Match Attack Bundesliga. Ja, das Video kam ja so gut bei euch an. Das war das allererste Mal, dass ich überhaupt so eine App installiert habe und dann mit den Apps spielen will. Aber ich weiß immer noch nicht so richtig, wie es funktioniert, weil ich noch keine richtige Zeit hatte, mich damit zu beschäftigen. Also, das könnt ihr weiterhin auch ruhig in diese Kommentare schreiben, hier drunter, wie man das am besten bedient. Aber nichtsdestotrotz öffnen wir natürlich erstmal die ganzen Booster. Das goldene Booster-Tütchen mit der limitierten Karte. Zuletzt 6 Booster-Tüten. Nee, 3, 2, 4, 5. 5er Booster und 4 3er Booster. Und ich hoffe, dass da jetzt auch Codes drin sind. Deswegen öffne ich die jetzt als erstes. Weil das sind ja auch Boosterkarten. Ja! Perfekt! Mal schauen, ist da ein Code bei? Nein. Ist kein Code bei. Ist nur Werbung davon. Das ist natürlich jetzt richtig ärgerlich. Lieber wäre mir gewesen, dass da ein Code bei gewesen wäre. Aber nichtsdestotrotz geht es ja auch um die Boosterkarten und in so Promo-Packs, wisst ihr ja, sind ja meistens sowieso immer nur die Standard-Boosterkarten. Wenn da mal was Hochwertiges drin wäre, nee, auf keinen Fall. Ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Und ich habe schon so viele Promo-Packs geöffnet, auch von verschiedenen anderen Sachen, da wirklich hochwertige Karten drin zu finden. Das wäre wirklich ein riesen Zufall. Aber es sind Karten drin, die man auf jeden Fall braucht und nutzen kann. So, das letzte Dreier-Karten-Booster-Tütchen. Jawohl. Richtige Verein. So, das waren jetzt alles Standard-Booster-Karten. Jetzt kommen die 5er Booster-Tütchen. Ich hoffe natürlich, da ist wieder einer. Das bedeutet, ich habe im nächsten Video mit der App nicht so viele Codes, aber ich kann sie wieder eingeben und dann könnt ihr mir das letzte Mal schreiben, wie es richtig funktioniert. Und dann beim dritten Video davon werde ich mal gucken, wie ich damit spiele und euch dann natürlich zeigen. Ah, was ist das denn hier? Alle verkehrt rum. Aber nichtsdestotrotz geht es ja hier in diesem Video um die brandneuen aktuellen Bundesliga Match Attack Karten. Und ihr schreibt mir natürlich weiterhin in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet, ob ihr sie selber sammelt. All das könnt ihr und sollt ihr für mich und alle anderen Zuschauer natürlich posten, kommentieren, wie ganz viel ihr es sehen wollt. So rum. Ja, warum habe ich die jetzt in die Mitte gelegt? Stammzuschauer wissen das. Die sind etwas hochwertiger wie die Standard-Basiskarten, obwohl so viele nicht. Aber ich lege sie nun mal nach in die Mitte hin, weil die höherwertigen kommen immer ganz nach rechts. Und das ist in diesem Fall limitiert. Und vielleicht eine Club 100. Mal sehen. Zumindest habe ich schon mal 3 Codes, die ich eingeben kann in das nächste Video. Weil das kam ja richtig gut bei euch an. Hätte ich nicht mitgerechnet. Bin ich ganz ehrlich. Ja,
Bundesliga-Logo. Sehr guter Verein, das muss man ja echt sagen. Obwohl, letzte Zeit, ja, ich sag jetzt nichts. Weiter mit den Karten. Oh, eine limitierte Karte ist da drin. Hallo. Eine goldene Karte. Von, muss ich sofort mal meine Kollegen morgen fragen, wo er das Booster-Tütchen her hat. Eine limitierte Karte. Es kann ja nur von einer Zeitschrift sein. Hammer. Limitierte Auflage. Wo hat er die denn her? Wo ist die denn zurzeit drinne? Wer das natürlich weiß, wo diese Karte zurzeit drin ist, die limitierte Karte, schreibt es doch mir und alle anderen Zuschauer natürlich in die Kommentare. Erstmal danke morgen an meine Kollegen, an den Kollegen, der mir diese Tütchen gegeben hat. Eine limitierte Karte. Richtig cool. Die LE7. Perfekt. Habe ich sogar zwei. Das bedeutet, dieser Code ist richtig cool. Da ist eine limitierte Karte auch drin. Und jetzt die eigentliche limitierte Karte aus dem Blister. Ist nämlich ein goldenes Booster-Tütchen. Ja, dann kann ich in das nächste Video richtig gut absahen mit den Codes. Ah, die gucken wir uns natürlich zuletzt an. Richtig perfekt. Ups. Und jetzt kommt natürlich die limitierte Karte, die in dem Blister steckt. Und es ist LE7, habe ich mich denn hier so verlesen? LE17, Entschuldigung, das ist die LE17 und das ist die LE7. Also, das ist jetzt eine Blister-limitierte Karte. Wird nicht so hochwertig wie diese, weil das ist eine aus der Zeitschrift. Aber ich weiß nicht welche. Wer es natürlich weiß, wie gesagt, schreibt es mir und alle anderen Zuschauer natürlich in die Kommentare. Ist die LE17. Hatte mich gerade verlesen. LE17. Darüber was schreiben. Aber nichtsdestotrotz wird auf jeden Fall das App-Video mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Booster-Tütchen geöffnet und zweimal eine limitierte Karte dabei. Richtig cool. Aber nichtsdestotrotz. Schreibt ihr mir jetzt alles in die Kommentare, wie ihr es findet, was ihr davon haltet und natürlich, wie man das App richtig bedient und spielt. Und deswegen sage ich wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.